Hey Leute, Badu, willkommen zu einer weiteren Folge von Turmoil. Das hier wird jetzt ein bisschen anders für die Leute aussehen, die mein Video gestern nicht geguckt haben. Denn mein Video gestern ging ungefähr 100 Minuten, 90 Minuten. Das war nämlich ein Livestream. Da sind zum Beispiel landtechnisch jetzt einfach schon auf dem zweiten Kontinent, Ebene, Gebiet, Land, im zweiten Land. Und ich habe auch jetzt so ein bisschen gecheckt, welche Länder gut sind. Ich dachte erst, dass die Kleinländer gut sind. Aber anscheinend muss man echt auf die Zahlen achten und man nimmt ein Land, wo eine hohe Zahl in der Nähe ist. Zum Beispiel hier ist 50, 45, also eine von denen müsste eine ziemlich krasse Zahl sein, ich biete mal darauf. Und werde wahrscheinlich gleich überboten von irgendjemandem und werde wahrscheinlich nicht überboten von jemandem, weil ich werde nicht überboten. Ich werde überboten von jemandem, gehe jetzt aber da oben hin, was auch eine gute Zahl. Und wir strugglen so ein bisschen, weil Joshua hat 60.000, Isabel hat 50.000, Blanche. Man kann ein bisschen Karten spielen, einfach ein bisschen Kohle machen. Zum Beispiel muss ich ja sagen, ist die nächste Karte höher als 3? Die ist höher. So. 4 höher. 9. 9 ist kritisch, weil es genau in der Mitte ist. Genau in der Mitte, ich sag aber. Höher? God damn it! Okay, und wir haben ein bisschen Geld verloren. Normalerweise hätte ich 3000 gewinnen können, aber ich habe halt versagt. Hier können wir uns ein Update holen mit Magma. Verbinde Magma und Gas. Und das Dienstchen aus. Das muss ich mir eigentlich holen, glaube ich. Weiteres Gas entstehen zu lassen ist leicht. Verbinde Gasvorkommen mit Magma und öffne die Leitung am Fork. Das hört sich stark an. Ich kann quasi mit dem Magma das Gas groß machen und dann kann ich das Gas irgendwo reinballern und dann mache ich damit richtig viel Kohle. Okay, I get it. Das Video von gestern, unser Livestream von gestern, könnt ihr euch auch angucken, weil ich habe den hochgeladen auf YouTube. Oh Gott, ja, war das nur? Ja. Pam. Bitte findet Öl. Natürlich 1 Millimeter vorbei bei beiden. Großartig. Ja, und verkauf mal rechts. Verkauf mal rechts erstmal. So. Okay. Wie ist der Plan? Wie ist mein Plan erstmal? Oh, der Preis wird gar nicht so schlecht gerade. 1 Euro ist gut. Mehr rausballern. Mehr rausballern, Leute. Und der Preis ist jetzt kacke geworden. Cool. Zwei Silos nebeneinander und wir können die zum Supersilo machen. Ich weiß. Jetzt können wir die zum Supersilo machen. Okay, ja gut, sparen wir erstmal. Ah ne, wir brauchen ein bisschen Kohle, Dann können ruhig. Leute, wieso läuft Gas über? Da stehen einfach Pferde rum. Okay, die haben was gefunden sogar. An einer gar nicht so schlechten Position. Nämlich genau in der Mitte von denen. Das heißt, wir können jetzt quasi hier gehen, aber ich muss, glaube ich, der Stein holen, weil da ist irgendwo Stein in der Mitte bestimmt. Da ist bestimmt irgendwo Stein. Jo, okay, gut, gehen wir da rein. So. Und der andere hier wahrscheinlich. Auch Stein-Update, wichtig. Da war sogar Stein und da unten ist das Öl. Okay, cool. Würdest du guten Gänge rausballern? Links verkaufen statt rechts. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Aber ich guck mal, ob ich hier Gas finde. Wenn ich hier Gas finde, wäre es natürlich richtig cool. Und. Bap. Nope. Da ist aber nur. Ist das Stein? Ist das Gestein oder ein Kristall? Und da habt ihr noch was gefunden? Okay, Moment, ich will mal kurz gucken, wo. Zwei genau nebeneinander. Da müsste es ja hier sein ungefähr, oder? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Oh, okay. Eine Menge. Wir brauchen bessere Rohre. Alle Rohre müssen auf Top-Level sein. Und da haben wir Magma. Wenn ich jetzt in die Magma stoße, wenn ich jetzt kein Gas finde, ist auch egal. Aber ich meine, das Magma macht, dass es schneller rausgepumpt wird alles. Das heißt, ja, jetzt pumpt alles schneller. Sehr gut. Und rechter Preis ist in Ordnung zum Verkaufen. Über 1 Euro. Okay. Pumpen wir die Silos jetzt erstmal vor. Ach, das Gas. Ja, scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Super Silo. Ha. Okay, wir sind im Juli. Und wir haben ganz okay Stuff. Da ist noch einer am Winken. Da ist noch mehrere am Winken. Hier ist einer am Winken. Da? Ist da was? Yep. Und da links noch einer am Winken. Dann wahrscheinlich hier so? Keine Ahnung. Verbinden wir das auch nochmal, dass das Magma da noch ein bisschen mehr pumpt, dass wir da ein bisschen mehr Speed haben. So. Und links ist der Preis gut. Okay, wow. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr leer gepumpt alles. Hier ist richtig viel Öl auf dem Land. Richtig, richtig viel Öl. Ich brauche irgendwo nochmal Magma. Um das ein bisschen anzukurbeln alles. Noch mehr Öl? Come on! Das kann doch nicht sein! Ich habe alle Rohre jetzt schon geupdatet, ohne Ende. Ist alles geupdatet. Wir sind im Oktober. Mann, das ist so viel. Ich check nicht, wie viel das ist.
Alter. Okay, dann haben wir jetzt hier eine krasse Magma-Route und alles. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Netzwerk gerade an Öl. So, jetzt kann ich links verkaufen. Wir müssen eh jetzt schon anfangen zu verkaufen. Ah, da ist Magma. Gut, gehen wir mal ins Magma. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Jetzt kriegen wir vielleicht noch alles leer gepumpt. Wow. Wow. Haben wir alles leer gepumpt? Ja. Wow. Das war ja richtig... Da war noch mehr... Ich habe ein... Ah, ich habe ein so ein Ölfitzel übersehen. Wie viel Öl gab es denn hier in der Welt? Das war ja... Ich habe nicht darauf geachtet, was ich sage. Ich habe vielleicht nur Mist erzählt. Ich war so im Laserfokus. Ich war so im Ölmodus. Ich hatte nur Öl im Kopf. Aber 24.000 ist okay. Ja, ich habe am meisten... Ich habe am zweitmeisten gemacht. So, okay. Gut. Am Anfang in der ersten Welt waren die alle krasser als ich, aber so langsam hole ich auf. Spielen. Niedriger. Höher. Niedriger. Hell yeah, wir haben gewonnen. Cool. Jetzt habe ich theoretisch genug fürs Update, aber dann mache ich schon... Nix, bei nichts mache ich mir das. Gibt es irgendwas anderes, was 25 kostet? Habe ich noch nicht mal gemacht, also lohnt sich vielleicht gar nicht für mich. Raus mal dann. Sehr gut. Okay, meinst du hier ganz unten oder was? Oh, wow. Richtig fett. Richtig fette Quelle. Nee, okay, dann scheiß drauf. Dann warten wir jetzt einfach, bis wir alles rausgepumpt haben und warten, bis der Preis gut ist. Und dann verkaufen wir zum sehr, sehr guten Preis. Aber okay, wir haben jetzt wirklich gleich alles rausgepumpt. Rechts der Preis wird langsam besser. Ist halt leider kein Gas irgendwo, um das hochzupumpen. Wenn der Preis bei 1,5 ist, verkaufen wir einfach. 1,5 bitte. Ja, komm. So. Jetzt verkaufen wir alles und dann müssten wir so bei 18.000 sein. 20.000. Es ist eine Menge Gas rübergetreten. Und deswegen, I don't know. Werden wir nochmal schön 4.000 minus kriegen. Aber wir sind jetzt bei 23.000, dann wären wir 19.000. Ist immer noch okay. Ist immer noch okay. Ja, da war nur, okay, links war nochmal Gas und so eine Vase. 14.000, wow, 8.000 Ölstrafe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber trotzdem sind wir gut dabei. Ja, wir sind noch gut dabei. Cool. Sehr gut. Ich habe eine Mitteilung zu machen. Bald werde ich als Bürgermeister zurücktreten. Und jetzt geht es darum, dann bald die Anteile zu kaufen. Das ist im Grunde das, was entscheidet, ob man wirklich gewinnt. Deswegen... ist es gar nicht so verkehrt. Okay, willkommen bei der Auktion. 5% direkt zu verkaufen. Ja, ich biete 1.000. 5% ist schon viel. 11.000 bietet die. Will ich haben, sorry. Ich biete 13.000. Ich meine, man darf bei 5% bis 17.000 gehen, so. Die hat mich nochmal überbucht. Dumme Blanche. Ich bebiete dich jetzt nochmal. Aber wenn du mein Angebot nochmal überbietest, dann kannst du es von mir haben für 19.000. Ich überbiete es nicht nochmal. So gierig bin ich nicht. So gierig bin ich nicht. Und... yes! Okay, 17.000, okay. 5% ist eine Menge Anteil. Ist wirklich eine Menge Anteil. Jetzt mal ohne Spaß. Ist nicht so schlecht. Okay, cool. Machen wir weiter. Landauktion. Welches Land sieht noch killer aus? Hier ist eine, das müsste noch gut sein. Das müsste noch safe in Ordnung sein. Ja, wurde ich verboten. Kacke. Dann mach ich da oben. Da ist eine 41 in der Nähe. Da ist eine 30 in der Nähe. Da ist eine 43, 45 in der Nähe. Das könnte auch noch okay sein. Okay, gehen wir nochmal raus. Und dann würde ich sagen, was ist das letzte Mal für die Folge? Wir sind gut dabei, Leute. Wir sind einfach gut dabei. Kann man ja nicht anders sagen. Wir sind einfach richtig gut dabei aktuell. Es gibt aber auch halt dieses Angebot, dass der Preis nicht unter 1 Euro fallen kann oder so. Da macht man viel Kohle. Aber ich finde, ich mache so 20.000 bis 30.000 aktuell. Das ist in Ordnung. So, der Ölaustritt ist kacke. Aber 20.000 bis 30.000 ist schon solide. Jetzt mal ganz ehrlich, da kann man nicht so viel meckern. Das ist schon okay. Dass ich jetzt hier kein Öl gefunden habe mit dem ersten Streich, sondern nochmal reingehen muss, das ist kacke. Da kann man ein bisschen drüber meckern. Klar, das ist verbesserungswürdig, aber ansonsten alles cool. Alles cool. Das wäre jetzt auch nochmal Öl finden. Direkt, okay, direkt reingestoßen. Perfekt. Ja gut, ich muss jetzt aber ein Silo bauen. Weil der Preis ist zu kacke. Es darf kein Stein sein. Und ich muss genau das Öl hitten. Ich muss genau das Öl hitten und kein Stein. Links ist der Preis okay zum Verkaufen. Ich hab's gehittet! Ich hab die Quelle gehittet! Oh Gott, das war knapp! Wir können weiter links verkaufen, der Preis ist in Ordnung. Der Preis ist nicht mehr so richtig geil. Gehen wir mal runter auf... einer geht da noch hin. Okay, da hast du was gefunden, da hast du was gefunden. Ich mach mal ein Stein-Update, brauche ich bestimmt. Und geh mal... oh, ich hab nicht genug Geld. Geh mal da hin. Vielleicht finden wir da was. Ganz knapp verpasst! Jetzt gehen wir rein, sehr gut. Aber für 44 Cent verkaufe ich nicht. Kacke. Ich muss aber gleich für viel. Ich muss kurz verkaufen für einen Kackpreis. Ich brauche noch ein zweites Silo. So langsam läuft. Okay, aber rechts muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen multitasking-mäßig mal agiere und da ein bisschen mehr Öl finde. Auch wenn der Preis gerade recht gut ist.
Es geht ja um Multitasking im Spiel theoretisch und nicht einfach nur darum, Rohre zu verbessern, auch wenn Rohre natürlich was Schönes sind. Aber man muss natürlich auch auf die Rohre achten, dass sie nicht kacke sind. Und deswegen habe ich jetzt die Rohre verbessert. Links der Preis ist besser, habe ich natürlich direkt gesehen. Ich kaufe deswegen jetzt links. Rechts ist der bei 21, aber besser wird's nicht. Auch wenn ich jetzt da Gas reinballer, wird es nicht höher gehen als... Ja, macht keinen Sinn. Dann ballert einfach rechts raus für 1,30 und dann haben wir es halt geschafft hier. Dann sind wir fertig. Dann haben wir hier Feierabend haben wir dann hier. So, alles Öl weg. 25.000, keine Strafen gekriegt, es gibt kein Öl mehr. Und jetzt geht der Preis links natürlich hoch. Sehr gut. Feierabend haben wir. Sehr gut. 26.000 gemacht. Bin ich zufrieden mit. Bin ich mehr als zufrieden mit. Profit. Ja, da sind wir ganz oben mit dabei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kaufen uns noch mal ein paar Anteile. So. Wieder 5%. Kaufen wieder. Ich brauche nur die Mehrheit. Ich muss ja nicht 100% kaufen. Deswegen ist ja völlig egal. Ich kann von mir jetzt wieder 20.000 raushauen. Ich mach jede Runde 20.000. Ich kann mir das erlauben. Warum? Ja, überbiete es doch. Ist mir egal. Ich überbiete dich nochmal. Ich gehe jetzt bis 21.000. Bis 23.000 würde ich gehen. Bingo! Bingo! Für 19.000 gekauft. Sagen wir mal, Isabelle holt sich 4%. Blanche holt sich 6%. Joshua holt sich 5%. Dann sind das ja 15% verteilt an denen. Ich hätte ihn ja trotzdem mehr, auch wenn... Wisst ihr, ich muss ja nicht alles kaufen. Ich muss nur die Mehrheit haben. Also ich kann von mir aus auch jetzt schon mal ein bisschen chillen beim nächsten Mal. Also, ist alles gut. Wir sind sehr gut dabei gerade. Wir haben schon Anteile gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit der Folge. Wie viele gibt es denn? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, okay, in der nächsten Folge sind wir mit diesem Gebiet hier fertig. Und dann sind wir in der übernächsten Folge schon im nächsten Gebiet. Und dann geht's richtig ab. Dann geht's richtig ab. Okay, Leute. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.